wolltest. Ich finde den Cave richtig geil. Ja gut, letztendlich profitiere ich ja auch davon, was du findest. Also, nee. Ich sterbe gleich einfach einmal. Ja, aber so viel habe ich gar nicht gefunden. Jetzt haben wir Diamanten halt, ne? Das ist aber auch nicht so viel gewesen bis jetzt. Und ein bisschen Gold. Och, das kann doch nicht wahr sein. Das ist hier schon wieder Ende. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Scheiß. Also bis jetzt ist aber auch Ende hier bei mir. Hier ist nichts mehr Tolles. Bin da ganz sicher. Habe ich wieder Diamant übersehen? Natürlich nicht. Du hast ja Diamanten übersehen. Guck mal. Eisen. Ich tue wieder so, als wenn ich mich damit zufrieden gebe. In Wirklichkeit hasst er Eisen. Ja, ich hasse Eisen auch. Das ist einfach. Dann hat er immer zu viel von. Und man meint aber immer, man hätte nicht genug. Und, Deswegen nimmt man es immer mit und hat dann hinterher zu viel davon. ja. Aber man meint immer noch, man hätte nicht genug. Deswegen man, sammelt man noch mehr Eisen ein Ja, und. man weiß immer nicht, ob man genug hat. Man weiß ja nie, was man nur vorhat. Und dann hast du vor, auf einmal 700.000 Schienen zu bauen, damit du dich einmal irgendwo im Kreis bewegen kannst. Und dann fehlt dir ein Eisen. Von hier bis nirgendwo. So. Ah, ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Das macht ja keinen Spaß. Suchen wir jetzt irgendeine tolle Stelle, wo man zumindest schon mal so ein Stück weit einfach so nach oben kommt, ohne buddeln zu müssen. Nee, ich mag den Cave nicht, der gefällt mir nicht. Der ist langweilig. Da passiert nichts. Da ist nichts los. Findet man nichts. Ach ey, man kommt noch mal nach oben. Kack-Cave, ey. Buddel jetzt. Das war übrigens. Oh, und ich komme im Wasser aus. Das war übrigens seine Idee in Cave. Ja, aber ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft. So, ich buddel jetzt einfach in die Richtung. Ich hoffe einfach, dass das. Boah. Das hat so reicht, dass wir da nicht im Wasser auskommen. Sonst buddel ich einfach mal ganz kurz ein bisschen so. Denk dann auf Linie 42 zurückrennen, ne? Das ist kein Scherz. Für dich vielleicht nicht. Für dich ist das vielleicht kein Scherz. Wenn ich dann gleich zu Hause bin, ich wink auch nicht, wenn du kommst. Ich bin dann zu Hause. Machst du wenigstens schon mal was zu essen dann? Nö. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer direkt anfangen zu heulen, das geht mir auf den Sack. Das nervt auch. Wenn du heulst, dann mute dich. Müssen wir wieder Sugarcans abbauen für die ganzen Papiertaschentücher. Ich habe keine Fackel mehr, das fuckt mich ab. Papiertaschentücher. Ich hätte gerne Baumwolltaschentücher. Glaube ich ja, dass du das gerne hättest. Mach mir welche los. Ich sehe deinen Kacknamen. Was? Wo? Ja, da. Wo bist du denn? Oben, unten? Ach, du bist da unten. Was denn da unten? Hier oben ist ein Buddel. Cave. Buddel mich nach oben. Ja, da kommst du gleich in den Cave raus. Ist zwar nicht groß, aber. Ich buddel mich ja nach oben. Ich ja auch. Bin auf Höhe 50. Bin Jetzt auf ist die 6. Erde. Ich bin 56. Ah, oh, ich bin Sand. Du bist Sand? Du bist wie Sand! Alter, das kann doch Immer nicht wahr sein! So, geh nach heiß! oben jetzt. So, natürlich komme ich doch im Wasser. Oh, kurz vor knapp, ey. Weißt du, hier ist das Land. So, da sind wir wieder. Ich bin auch draußen, wo bist du? Du musst ja ganz in meiner Nähe sein, oder? Wenn man. Ah, da hinten bist du. Lol. Na, wo kommen wir jetzt? Alter, home. Was so da unten? Spinne, pass auf. Pass auf, sagt er. 1200 Meter. Spinne muss aufpassen. Da rennen wir! Da wollen wir uns ein Boot bauen. Auf geht's, ab geht's!
Was ist denn los, Mitchell? Ich war halt, ey, wir sind gerade auf 42. Ich könnte. Ich bin jetzt extra davon weg. Oh nein. Da ist er am Generieren. Beim Rasa ist er am Regenerieren, bei mir ist er am Generieren. Was wollen wir töten? Fangen wir mit so einem Schaf an, das ist so schön. So ein. Ach, ein Schaf. Die neuen Schafe? Die Schafe. Schweine sind die neuen Schafe? Ne, Kühe sind die neuen Schafe. Kühe sind die neuen Schafe. Okay. Hallo! Ich merk's mir. Wo ist die EP? Over the hills and far away. Na, 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 na. Seh schon, das hat weggebuddelt. Da muss 42 sein. Das ist ein komischer Baum. Ich bin auf 63. Aber du kannst ja auf 42 rumrennen. Ja, ich bin auch auf 63, 64. Hä, du bist nicht auf 63. Aua, shit. Achso, ich bin auf 31. 35, 36. Das ist schon ein Unterschied, du. Ach komm, einer geht noch rein. Wie weit hast du noch? Wo ist denn jetzt das Dings? 900. Und du? 850. Cheater. Hä, ich frag mich, wo du bist? Wie, wo ich bin? Oder wo du, vielleicht hast du den Punkt ja auch kacke gesetzt, keine Ahnung. Das kann schon sein. Aber wir sind jetzt genau 800. Boah, du Cheater. Jetzt bin ich im Urwald. Urwald hab ich auch hier. Hm? Ich mach nur zwischendurch irgendeinen Mist hier. Könnt ihr die Zuschauer hinter bestätigen. Ich halt ab und zu mal an und sortiere meine Items um. Und warum? Weil ich's kann. Ich mache so einen auf Adventure-Map. Ich mache einen auf Seerosenblätter suchen. 700. Alter, das ist ja nervig, ey. Einmal noch, eine Chance gebe ich ihm noch. Ist nur schwierig ohne. Ach, da habe ich noch, okay. Wuhu. Ich hasse da durch den Urwald zu laufen, ne? Boah, und dann auch noch Schafe. Du bist ja eh schon die ganze Zeit voll behindert durch die ganzen Höhen und Tiefen und die ganzen Kackboden hier. Da kommt noch ein Schaf und stellt sich genau dahin, wo du langlaufen willst. Also ich bin nur durch Seerosenblätter behindert, sonst ist alles so gut. Ja, du bist eh behindert. Boah, da frage ich mich, ob das wirklich Sinn macht hier, was ich hier mache. Es war eine gute Idee, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Aha. Wie weit hast du noch? 540. Ich habe einen Hund gefunden. Na. Der arme Hund. Was hat denn da hinten für verwelkte Blätter? Achso, weil die so halb in die Wüste reingehen. Schlecht. Ja. Schlecht. Uhaha. Was für ein Chunk-Creep, Chunk-Generierfehler hier, ey. Komischen Eckklumpen hier drinne. Mal halb verwestes Hühnchen da oben. Ich hab Kürbis gefunden, brauchen wir Kürbis? Keine Ahnung, nimm einfach mal mit, wer weiß. Na gut, geh ich eben darüber. Ist ein kleiner Umweg, aber macht nichts. Haben wir, glaube ich, noch nicht Kürbis, ne? Ich weiß nicht. Wir haben. Ich habe jetzt zwei nicht, Stück. Wir haben auch keine Seeds. Wir könnten ja dann auch mal. Guck mal, jetzt wieder ein Cave. Wir könnten auch mal wieder. Oh, hat mich gefallen. Ein Glück für das Huhn. Das muss jetzt nicht mehr diese Welt ertragen. Also auch wie das nicht. Schwarz! Alter, Huhn. Was ist denn hier? Alter! Was denn? Ein Herz.
bisschen hier war gefallen. Ein Loch, hier war ein Loch, ich bin einfach da reingefallen und das, ich wollte ein Schwein töten eigentlich. Das hat mich gelockt. Baited. Alter, ein Herz. Ich sag's dir, ein Herz, weil ich wie tief ich gefallen bin? Also nicht. Zwei Blöcke tief. Vielleicht hättest du ja anderthalb Herzen. Auf Höhe 42 runter bin ich gefallen. Also 20 Blocks ungefähr, ne? Ja, also ungefähr, ne? Hühnchen! Muss ich mich wieder nach oben buddeln, ist ja schwierig, weil es ein senkrechtes Loch ist. Ist schön, ne? Bam, 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 bada, bam, ey, was ist denn halt hier für ein schicken Überfluss? Schicken, schicken. Ist hier irgendwo KFC oder sowas? KFC is crying for chicken. Glaub nicht. Nein? Hallo, Mr. Zombie, Mann. Was macht? Da sind zu viele Hühnchen, ne? Haben wir schon vor mir einen Tierquäler hier. Gerade haben wir die Hähnchen wieder drin. Ja, haben wir locker drin. Die Hühnchen wieder drin, die wir gefuttert haben. Langsam hängt mir das Hühnchen auch zum Hals raus. Deswegen wollte ich auch Schweine fangen, aber irgendwie wollte das Schwein nicht. Es hat mich in eine Falle gelockt. Ach, du wolltest Schweine fangen. Wolltest du das mitnehmen oder was? Den ganzen Weg? Ich dachte mir, das wächst nach, wenn man da immer nur so ein Stück rausschneidet. Achso. Pflanze das quasi im Boden rein und damit bauen wir oder was? So, ich sehe halt gleich schon das Haus. Da sehe ich schon das Haus in voller Pracht. Gut, erstrahlen tut's nicht, aber es ist in voller Pracht zu sehen. Ein Schweinebusch. Das war jetzt voller Erfolg mit dem Cave, du. Ja. Sag mal, was haben wir alles mit? Wir haben ordentlich Cobblestone mitgenommen. Wir haben Redstone wieder reingeholt. Zwei Diamanten. Wie viele Diamanten hast du? Fünf. Fünf. Guck mal, haben wir sieben Diamanten. Immerhin. Zwei Spitzhacken und eine Schaufel. Oder was auch immer dir dann beliebt. So, und ich pack den Zeugskack hier direkt weg. Eine Brust. Was ist denn hier für... Ich wollte gerade sagen, ich sehe unser Haus, aber das ist gar nicht unser Haus. Das ist das Kackdorf. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Vage. So, Holz wieder zurück. Beziehungsweise zurück. Behalten wir mal kurz, weil wir gleich ein paar Sticks machen wollen. Das ist übrigens ein ganz schön großes Dorf, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Na, egal. Gut, dass ich einen Home-Punkt habe, dann finde ich auch allein zurück. Mal so ein kleines Highlight, dass du einen Home-Punkt hast, ne? Mhm. Ja, aber ehrlich jetzt. Ja. Fleischer Redstone. Weiß gar nicht, warum ich den habe. Ich habe den gar nicht gesetzt. Hast du durch heimlich in meinen Account eingehackt und den Home-Punkt gesetzt? Klar. Danke. Du Arsch. Äpfelchen. Oh, ich sehe eine riesen Glasfront. Ich glaube, das ist unser Haus. Pflanzen haben wir nicht. Von Monstern haben wir auch nichts. Aber von Tieren haben wir was. Ich nehm mal unsere Brücke, wenn wir schon mal hier eine Brücke haben. Die epische Brücke. Die ist auch riesig. Guck mal, waren noch Steaks drinne. Guck mal, ist noch Glas drinne. Haben wir noch mehr im Ofen drinne? Cleanstone. Und man sollte mehr, ab und an mal in die Öfen reingucken, ob da nicht mal irgendwas Tolles drin ist. Ja, weil wir schmeißen mal einfach alles da rein und dann, Ja, ich guck grad mal nach, was hier alles noch drin ist. Oh, das hier habe ich schon alles vorhin rausgenommen. Okay. Warte mal, jetzt mal den Diamanten wegräumen, die stören mich irgendwie. Gut. So, monstermäßig. Hier ist übrigens mein Homepunkt, fast neben der Monsterkiste. Bei mir ist der hier draußen, direkt vor der Tür, genau hier. Wupp. Achso, ich meine jetzt genau hier, wo ich jetzt stehe, hier. Ich wollte den nicht im Haus drin haben. Das hätte ich als sehr störend empfunden. Ach was. Unheimlich störend wäre das für mich gewesen. Boah, diese Katzen sind unheimlich störend. Na gut, ich würde sagen... Was willst du sagen? Keine Ahnung. Sollen wir dann erstmal wieder einen Cut machen? Möchtest du? Ja. Hast keinen Bock mehr? Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt nur anfangen sollen.
Ja, dann können wir von mir aus einen Cut machen. Geh doch weg. Ja, machen wir einen Cut. Ja, es passt ja zeitlich, ne? Boah. Willst du sagen? Willst du sagen? Ja, dann machen wir einen Cut. Komm, ich rumme gleich den restlichen Scheiß weg. Ist egal. Ja. Alles klar, dann sagen wir an der Stelle dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.